Hallihallo, das nächste Video. Diesmal wollte ich mit den Aquarellfarben was machen und ich wollte euch noch mal kurz zeigen. Ich habe ja hier, kann ich das euch irgendwie so richtig schön zeigen? Oder? Ah, so rum geht's. Ja. Das, was ich hier gemacht habe mit diesem Klebestift und der Folie von Action. Ich zeige das in diesem Video aber auch nochmal. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen, nachdem ich jetzt. So rum kann man es toll sehen, ne? Ja. Dann nehme ich mal. Moment. Na, wo sind denn meine ganzen befüllten Stifte? Moment, ich muss mal Pause machen. So, sorry, weiter geht's. Der Kleine war hierbei, habe ich jetzt mit Wasser befüllt. Ich habe ja mehrere Wassertankpinsel. So, dann testen wir das mal. Und zwar muss ich mal gucken, welche Farben ich nehme. Ich sprühe hier mal. Oder nee, ich mache das einfach mit dem Wassertankpinsel. Gucken, welche ich nehme. Bei Aquarellfarben macht man immer vorher die Farben ein bisschen nass. Das löst die Pigmente an. Dann sind die Farben intensiver. Also macht da ruhig ein bisschen Wasser. Ach, habt ihr gar nicht gesehen, ne? Ich habe jetzt hier einfach mit dem Wasserpinsel ein bisschen Wasser drauf gemacht. Bei den Farben, die ich mal testen will. Mache ich hier mal auch. Und hier. Und bei dem hier. Die werde ich jetzt gleich mal mit euch testen. Dann mache ich vorher hier so Wasser aufs Papier. So mache ich das jedenfalls meistens, weil ich will ja nur so ein bisschen einen Aquarelleffekt haben, einen verlaufenden. Und dann Farbe aufnehmen, drauf machen. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Wasser genommen. Das war ein bisschen viel des Guten. Nicht immer ist das Motto viel hilft viel. Tatsache, so gut. So ein bisschen nass reicht auch. So. Und dann noch mal hier. Und dann lassen wir mal hier ein bisschen das verlaufen. Ich habe schon wieder zu viel Wasser rausgelassen. Gut, das tupfe ich gleich nochmal ab. Normalerweise kann ich das besser. So, nochmal. Das dritte Mal. Alle gute Dinge sind drei. Packe ich das mal zur Seite. Lass das ein bisschen trocknen. Pinsel ein bisschen sauber machen. Nehmen wir mal hier drüben mit das Rosa. Jetzt lasse ich das mal trocken, das Papier. Das ist jetzt das Papier von Teddy. Hin noch mal sauber machen. Also für die feinen Sachen muss ich gleich mal noch mal gucken, dass wir das noch was anderes nehmen. Na, Mounty, was los mit dir? Ein kleiner schwarz-weißer Kater ist wieder hier. Na, mein Süßer, was ist los? Was ist los, Mounzeln? Was? Aha.
Das ist ja skandalös. Also ich kann das schon sehen, dass es glänzt und glitzert. Ihr könnt es noch, natürlich noch nicht sehen. Dann nehme ich mal kurz den anderen. Gucken, ob die Spitze hier, wie die ist. Ja, die ist feiner. Und dann nehmen wir mal hier das Papier. Und dann male ich mal die Blumen ein bisschen. Damit wir mal alles abgedeckt haben. Einmal hier nur so ein bisschen Aquarelleffekt. Das war jetzt ein bisschen viel. Und mal hier so ein bisschen ausmalen. Ja, der Pinsel ist natürlich jetzt ein bisschen feucht. Hier. Ich muss mal gleich gucken, ob ich den. Ich nehme mal gleich einen trockenen Pinsel und gehe da mal rein, damit wir gucken können, wie die Farbe ist. Sehen wir offen. So, und hier ist ein trockener Pinsel. Ist die Farbe nämlich ein bisschen intensiver. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt die gute Koloriererin, weil da mir mein Augenlicht wieder im Weg steht. Und es ist ja hier jetzt Tatsache nur zum Testen. Da habe ich ja vorhin die Stempel getestet und ich will nur gucken, wie der Unterschied denn ist von der Intensität. Aber es sind auf jeden Fall. Ist eine sehr schöne Farbe. Die anderen gefallen mir bis jetzt auch. Das muss ich mal hier ein Stück zur Seite packen. Und dann, welches nehmen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir mal das Blau hier. Da bin ich natürlich jetzt mit Rosa noch ein bisschen. Und dann ein bisschen rühren, damit ihr die Farbpigmente besser anlöst. Und dann machen wir mal in der Blume hier. Der Pinsel hat vorne einen kleinen Nupsel. Was ist denn los, mein Süßer? Hm? Was? Nun komm her zu mir. Kannst ruhig herkommen. Ja, komm hoch. Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen auch mit dem Kater reden. Ich glaube, der ist so ein bisschen kränklich. Ich weiß nicht, warum. Ich muss mal das vorne abschneiden. Was ist denn, mein Süßer? Hm? Was ist los? Geh mal hier in das Glitzernde mit rein und mach mal. Könnt ihr eigentlich die Karte genauso hören wie ich? Also, weil ich. Ihr seid ja nicht so dicht dran und er mauzt ja unter meinem Tisch hier. Oder hört ihr das gar nicht und denkt, mit wem redet sie denn da nebenbei? Während sie eigentlich mit uns reden sollte. Mounty. Komm mal hoch zu mir. Zeig dich mal, da bist du ja. Na, siehste. Möchtest du auch ein YouTuber sein? Hm? So, jetzt mache ich mal einfach ein bisschen doller hier. So. Na, Süßer. Was ist los mit dir? So. Mounty. Süßer. Du möchtest nicht, dass ich ein Video mache? Ich muss mal Pause machen. Lass mich mal Pause machen, Süßer. So, ich habe jetzt meinen Kater auf dem Arm. Offensichtlich braucht er gerade Nähe. Und ich zeige euch das mal noch mal ein bisschen näher.
Das ist jetzt nicht so ein ausgiebiger Test, ne? Aber die Farben finde ich schon schön. Ich bräuchte noch einen dünneren Pinsel und könnt ihr das sehen hier, das Glitzern? Mal gucken, ob ich das so ein bisschen besser hinkriege, dass ihr das Glitzernde auch sehen könnt. Und dann zeige ich euch mal hier. Es ist noch nicht ganz trocken, aber fast. Ich glaube, meine Kamera kann das nicht einfangen, wie toll das glänzt und glitzert. Einmal hier. Das ist das ohne Glitzer, deswegen fängt meine Kamera das hier nicht ein. Und hier ist nochmal mit Glitzer. Ich glaube, hier könntet ihr was sehen, aber ich kann das nicht unbedingt erkennen, ob ihr das sehen könnt. Also, ich habe jetzt nur ein paar Farben getestet, weil, wie gesagt, ich habe meinen Kater hier auf dem Schoß. Hier ist der Schwanz von meinem Kater. Und er schnurrt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Offensichtlich braucht er gerade ein bisschen Nähe. Und deswegen, ja, kurzes Fazit. Ich finde sie ganz gut. Und bin mal gespannt. Also hier, da unten, das glänzt auch toll. Schöne, glitzernde Farbpigmente. Ich bin jetzt nicht unbedingt diejenige, die so super kolorieren kann. Also besser als das kriege ich schon hin. Aber ich glaube nicht, dass ich mit einer Hand, weil hier habe ich mit der anderen Hand... jetzt ist er runtergesprungen. Jetzt könnte ich doch noch weitermachen ein bisschen. Also, wie schon gesagt, ich bin jetzt nicht die super Koloriererin. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Wasser drauf sprühen. Dann kann ich nämlich den Pinsel sauber machen. Den hier. Kann ich nämlich auch noch in andere Farben reingehen. So. Einmal wieder trocken machen. Ja, ich glaube, mein kleines Katzenkind, der hat irgendwas. Der ist, jetzt ist gerade mein Sohn vom Bad gekommen. Und da maunzt er ihn jetzt an. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass er eine Wunde am Ohr hat. Das meinte ich aber jetzt gerade nicht. Ich mache gerade ein Video übrigens. Ja. Ja, ist, glaube ich, gebissen worden am Ohr. Da mache ich ihn schon immer Salbe drauf. Aber das meinte ich gar nicht. Also irgendwie ist er sehr noch kommunikativer als sonst. Also das finde ich hier schon sehr schön. Und eigentlich wollte ich ja mit euch zusammen den... Ich könnte natürlich auch den Stempel da drauf machen. Ich muss aber einmal kurz föhnen. Moment. Ups, hier sind meine Stempelfarben. Meine Bossingföhn kurz einstöpseln. Und dann mache ich da mal einen Stempel da drauf. Jetzt wird es laut, für die, die auch eine Katze im Arm haben. Ich möchte nur sicher sein, dass es wirklich trocken ist, damit ich gleich noch draufstempeln kann. Die Seite auch schön. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht, um kurz mal drauf zu stempeln. Und zwar werde ich den hier mal nehmen. Und dann zeige ich euch gleich nochmal
den Effekt. Den ich mit der Folie gemacht habe, die ich von Action gekauft habe. Und dann stempeln wir einmal hier. Also, ich finde die Stempel total süß. Gefällt mir wirklich gut. Kann ich nicht anders sagen. Dann föhne ich gleich mal kurz den Stempel an, damit ich schneller weitermachen kann. Da ist er ja. Dann auf den Tisch ist er. Ne, da ist er. Hier die kleine Kappe abmachen, nicht die Kappe vergessen. Und dann auf die Punkte überall einen Klebepunkt. Und solange der Kleber blau ist, ist er nass. Und wenn er trocken ist, was wirklich schnell geht, ist er durchsichtig. Deswegen habe ich auch diese Folie noch mal mitgenommen, obwohl ich ja noch welche hier habe. Aber ich habe nicht alle Farben, die ich mitgenommen habe, hier. Und ja, weil ich mir gedacht habe, ich muss doch ein bisschen was probieren. Damit ihr auch Sachen seht, die ihr vielleicht nicht unbedingt selber macht. Man möchte ja immer ein paar Sachen sehen, die man selber nicht kann oder nicht selber macht, damit man sich Anregungen holt. Ich gucke auch immer noch gerne YouTube-Videos. Ich gucke viele YouTube-Videos von anderen und hole mir da auch Inspiration. Kommt auch vor, dass ich was nachbastel. Also gerade bei Schachteln und so, da muss ich Tatsache mit einem Video nachbasteln, weil ich mir das nicht merken kann. Mit den stummen Schlaganfällen, die ich hatte, die zwei, habe ich wirklich Glück gehabt. Wie gesagt, ich habe keine körperlichen Ausfälle, aber ich habe oft Wortfindungsstörungen und ich kann mir komplexere Sachen, und das ist ja gar nicht wirklich komplex, aber ich kann mir das nicht mehr merken. Und deswegen, wenn ich was machen möchte, was ich... Hier war es gerade ein bisschen feucht noch drauf. Dann gucke ich mir das Video an, mache Pause an den Stellen, wo ich dann, damit ich mitbasteln kann. Lass es langsam mitlaufen. Und dann kann ich das auch basteln. Lass mich ja nicht abhalten davon. Trotzdem, was mache ich? Ich glaube, jetzt habe ich alle erwischt. Nicht, dass ich... Und ganz wichtig, hier diesen kleinen Nupsel immer wieder drauf machen, damit der Kleber hier drin nicht trocknet. Draufdrücken und wieder zumachen. Dann ein bisschen wedeln. Ich könnte den auch föhnen, aber wenn das zu warm wird, dann platzt es. Und dann ist das irgendwie dicker. Das ist nicht schön. Also hier sind die meisten, ich hoffe, ihr könnt es sehen, sind schon schwarz. Und ein bisschen blau ist es hier noch. Also wenn es durchsichtig ist, sind sie trocken. Hier muss ich noch müssen wir noch einen kleinen Moment warten. In der Zeit kann ich schon mal die pinke Folie auspacken, die ich da drauf machen will. Und das ist ja wirklich überhaupt nicht schwierig. Ganz leicht. Einfacher Effekt. Und ich finde den echt toll. Also, so, hier schneide ich den jetzt einfach auf beiden Seiten auf. Meine Katze Filou ist wieder sauer. Also ich habe ja vier Katzen und die mögen sich aber irgendwie nicht. Bedauerlicherweise.
mögen sie sich nicht. Vor allem die Älteste, die mag niemanden. Also sie mag niemanden der anderen Katzen und faucht immer alle an. So, jetzt ist es trocken. Dann einfach die Folie nehmen, die Farbe oben mit dem Finger drüber gehen. Müsst ihr nicht doll machen. Und abziehen. Und dann habt ihr hier diese pinken glitzernden Effekte. Ich finde das ja wirklich echt toll. Hier habe ich doch noch was vergessen, oder? Das kam die Folie nicht hin. Gucken wir mal. Okay, ich hatte es gar nicht vergessen. So, jetzt. Na. Jetzt ist überall was drauf. So, toll, oder? Und dann könnte man das noch auf einen Kartenaufleger drauf machen. So. Ich mache das mal schnell mit euch, ne? Wir machen das mal zusammen. Hier mache ich mal kurz noch den Stecker vorher raus. Steht extra drin. Stecker rausmachen. Und dann gucken wir mal. Moment. Welchen von den beiden wir nehmen. Ob ich hier entweder rosa nehme. Ich glaube, das rosa wäre schon mal nicht schlecht. Den nehme ich mal raus. Gucken. Hier ist noch ein anderes. Ja, mein Kater mautzt schon wieder. Oder die Farbe. Das wäre auch nicht schlecht. Nehme ich auch mal raus. Entschuldigung. Aber ich muss morgen sowieso zum Tierarzt mit einer unserer Katzen. Und da werde ich gleich mal fragen. Also man muss zum Scheren. Und dann werde ich den Tierarzt fragen, was das sein kann. Also ich nehme natürlich nicht beide Katzen mit, weil ich unsere Katze schere. Also jedenfalls soweit ich es kann. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Da muss ich noch kurz ein bisschen Platz machen, damit ich das mit euch zusammen machen kann. Ich stelle ihn mal kurz hier rüber. Und der ist 15. Und dann nehme ich hier 9,7. Ich nehme nur 9,5. Und der ist 15. Und dann nehme ich hier. Wo ist denn jetzt 13,5? Da ist 14, da ist 13, da ist 13,5. Ja, manchmal ist das ein bisschen schwierig für mich, das zu sehen. Okay, der muss noch deutlich kleiner. Ich mach den da drauf. Kleiner. Ich mache das jetzt einfach nach Nase und gucke, ob es mir gefällt. Nicht immer messe ich das alles aus, sondern ja. Und dann kommt der da drauf. So machen wir das. Aber wenn ich den drauf mache, ich habe leider keinen. Kein pinkes Silbern, also Band. Gucken, ob
das mit Silber. Mit Silber wird es, glaube ich, auch gehen. Also, ich finde die ja wirklich toll, aber hier hat man nie einen Anfang. Ja, das ist, das habe ich bei Teddy gekauft. Und wie ihr seht, gibt es hier nicht wirklich einen Anfang, wo man was mit anfangen kann, dass ich das hier abkriege. Ja, das ist ärgerlich. Das ist Mist. Nehme ich denn dafür ein Grau? So, aber ich glaube, ich nehme nicht das Kraftpapier. Das passt nicht. Davon schneide ich mal was ab. Eben hatte ich die Schere in der Hand. Egal, dann nehme ich die. Und mache das hier hinter. Dann fixiere ich mir das mit Klebeband. Gucken, dass es auch gerade ist. Nehmen wir das hier auf und ich nehme den weißen Kartenaufleger. Das passt dann doch nicht. Hier ist mein Kleber. In meiner Gruppe sind wir gerade am Überlegen, in meiner Facebook-Gruppe, ob wir gemeinsam Karten machen und haben so ein paar Themen uns überlegt. Und unter anderem war Frühling und unter anderem war Rosa. Rosa, Rot und schon wäre ich im Thema, ne? So, einmal umdrehen, damit ich das drauf machen kann, damit es schön fest ist und ich nicht irgendwelche Flecken auf die Karte mache. Dann nehme ich mir hier eine Grundkarte. Als Grundkarte nehme ich immer von Herlitz die Karteikarten, und zwar diese hier. Die sind auch von Teddy. Also nicht immer gibt es die bei Teddy. Ich habe sie schon oft nicht gekriegt und deswegen habe ich mir gleich ein paar mehr geholt. Und ansonsten kriegt man sie auch im Schreibwarenladen. Da sind sie dann ein bisschen dicker. Und deswegen, wo auch immer ihr sie kriegt, die sind gut, eignen sich prima als Karten. Und ich mache das einfach mit der Hand, dann hier, und dann habe ich hier mein Falzbein unter der Folie. Einmal mit dem Falzbein lang gegangen. Und dann kann man sich überlegen, ob man das hochkant möchte. Oder so oder so. Ja. Wie auch immer, ich klebe das jetzt an. Dann haben wir schnell eine Karte gemacht. Ich habe hier von diesem Papier von Action, das ist ja so geprägt, auch gleich eins benutzt. Und nur ganz wenig Aquarell euch jetzt gezeigt. Aber gut, das war jetzt meinem Kater geschuldet. Und dass ich dann auch irgendwie raus war aus dem Thema. Aber ich werde das immer wieder aufgreifen. Damit wir immer mal gucken können, was man machen kann. Ich werde die auf jeden Fall, das Aquarell, auch benutzen. Ich mache gerne so Sprenkel auf die Karte. Was ich hier jetzt übrigens auch hätte machen können, was ich nicht gemacht habe. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. So. Und schon ist die Karte fertig. Ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis später. Tschüss.